Mr. President, ich glaube, Sie haben gerade den Dritten Weltkrieg angezettelt. Ja, sieht mal wieder so aus, was? Ja, danke. Mr. President, die Leitung nach Moskau steht. Generalsekretär Chruschtschow ist jeden Moment bereit. Sehr gut. Ich bin gespannt, wie weit er sich öffnen wird. Die Kuba-Krise wird er jedenfalls nicht so schnell vergessen. Ist Juri, der Dolmetscher, schon unterwegs? Juri ist leider krank geworden. Er wird von einer Kollegin vertreten. Kollegin? Ah, Irina, da sind Sie. Irina? Was für ein wunderschöner Name. Wussten Sie, dass das Lichtgestalt bedeutet? Nein, das wusste ich nicht. Ist aber so. Ha! Gott sei Dank. Ich meine, endlich. Das muss der Anruf aus Russland sein. Здравствуйте, товарищ Хрущев. Да. 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 Der Genosse Generalsekretär Chruschtschow sagt, dass er sich freut, mit dem amerikanischen Präsidenten zu telefonieren und dass er hofft, dass es gelingt, eine gemeinsame Friedensarchitektur der Welt zu erschaffen. Ja, das hoffe ich auch. Sagen Sie, sind Sie Single? Ich frage. Скажите ему не дейтерни одиноки? Да? Der Genosse Generalsekretär sagt, dass er seit 20 Jahren glücklich verheiratet ist, aber dass er dachte, Sie wüssten das schon. Ja, das weiß ich auch. Das ist doch so eine Dicke mit Damenbart. Я знаю, что там это так точнее звонно отложиться. Sagen Sie ihm, der Präsident hätte lediglich an seiner berühmten Scherze gemacht. Präsident Bitoyko steht один из его чуток. Да. Der Genosse Generalsekretär sagt, er hat schon einmal mehr gelacht. Ja, das glaube ich. Oh, das war knapp. Sie bringen mich noch ganz durcheinander mit Ihren großen, wunderschönen Augen. Это blieb nicht gut. Nicht. Da. Da. Der Genosse Generalsekretär sagt, dass er sich langsam etwas unwohl fühlt mit dem Gespräch und dass er nicht mehr sicher ist, ob es nicht vielleicht ein Fehler war, damals kurz vor Kuba die russischen Kampfschiffe zurückzuordnen. Verdammt, was machen Sie denn? Ich habe doch Xi gemeint mit den großen, wunderschönen Augen, nicht den doofen, hässlichen Chruschtschow. Ah, ne glubo, ne krasio Chruschtschow. Der Genosse Generalsekretär hat gesagt, dass er neue russische Kriegsschiffe Richtung Amerika schickt und dann hat er aufgelegt. Mr. President, ich glaube, Sie haben gerade den Dritten Weltkrieg angezettelt. Ja, sieht mal wieder so aus, was? McNamara? Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Es war mir eine Ehre, Sir. Tja, Irina, Sie haben es gehört. Wir werden wohl alle sterben. Was heißt auf Russisch, ich möchte meinen letzten Sex mit meiner Dolmetscherin haben? Aber Mr. President. Berater für John F. Kennedy zu sein, ist ein bisschen wie als Roadie für Mick Jagger zu arbeiten. Es fällt immer das ein oder andere Schnittchen für einen ab, wenn Sie verstehen, was ich meine. Heute übrigens auch wieder. Mein Glück, John F. Kennedy mag keinen Käse. Mhm. Lecker. Ja, natürlich ist ernsthafte Politik immer eine Gratwanderung, eine fragile Balance aus defensiver Diplomatie und offensivem Einfordern deiner politischen Ziele eines... So. Oh, wen haben wir denn da? Arbeiten Sie schon lange hier als Gardobiere? Ich meine, das toll. Wussten Sie übrigens, dass ein Elefant hier im Raum ist? Doch, doch, ganz bestimmt. Moment, ich zeige Ihnen. Guten Abend.